Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Paul Heimann sich dem Problem der Unterrichtsinhalte nähert. Zwar entwarf er keinen allgemeinen Kanon didaktischer Inhalte, doch kommt er im Rahmen seiner Strukturanalyse der Unterrichtsprozesse eingehend auf die Probleme der Inhaltlichkeit zu sprechen. Wie er dies näherhin tut, wird im Folgenden erläutert. Im Zuge seiner Strukturanalyse des Unterrichts diskutiert Paul Heimann das didaktische Inhaltsproblem. Dabei kann die Didaktik nach Heimann nicht auf dieses Inhaltsproblem reduziert werden, weil Methoden und Medien gleichermaßen in den Bereich des Inhaltlichen hineinreichen. Die Inhalte des Unterrichts sind nach Heimann mithin immer auch interdependent auf andere Dimensionen des Unterrichts bezogen. Im Rahmen seiner Diskussion des Inhaltsproblems definiert Heimann aber in einem ersten Schritt alle Unterrichtsinhalte als Bildungsgüter. Diese bilden zu einem bestimmten Zeitpunkt in Geschichte und Gegenwart den Bildungskosmos einer gegebenen Gesellschaft. Die Inhalte des Unterrichts sind also immer bestimmbare Bildungsgehalte. Heimann hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass Inhaltlichkeit im Sinne solcher Gehalte im Unterricht vor allem in drei konstanten Grundformen auftritt. Diese Grundformen nach Heimann sind nun erstens Wissenschaften, zweitens Techniken und drittens die sogenannten Pragmata. So finden sich etwa auf inhaltlicher Ebene im Deutschunterricht Wissenschaften wie die Literaturgeschichte, Techniken wie die grammatische Schulung oder Pragmata wie der konstruktive Aufsatz oder ein selbstgeschriebenes Gedicht. In diesem Sinne stellen daher Wissenschaften wie Biologie, Physik, Chemie oder auch Kunstgeschichte oder Geographie die wissenschaftlichen Inhalte einer konkreten Unterrichtspraxis dar, die durch sie vermittelt werden sollen. Das Gesamt der Wissenschaften stellt mithin die historisch überlieferten Bildungsgehalte zur Verfügung, die inhaltlich aufgearbeitet und didaktisch übertragen werden müssen. Unter Techniken versteht Heimann im Rahmen seiner Diskussion des Inhaltsproblems vor allem die Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens. Es geht hier also um Wort-, Bild-, Zahl- und Maßtechniken, die als technische Grundlage und Voraussetzung für das Erlernen von wissenschaftlichen bzw. pragmatischen Inhalten notwendig sind. Die Pragmata beziehen sich schließlich auf die inhaltlich bestimmten Kategorien, die stark an der Praxis orientiert sein sollen, also etwa Aufsätze schreiben, Blumen pflegen, körperliche Übungen ausführen oder technische Montagen durchführen. Heimann bezeichnet die Pragmata vor allem hinsichtlich der Lerntheorie als inhaltlich. Neben diesen konstanten inhaltlichen Grundformen des Unterrichts diskutiert Heimann hinsichtlich der Bildungsgehalte auch das Problem der Allgemeinbildung, das Problem der Wissenschaftlichkeit des Unterrichts oder auch die volkstümliche Bildung. Aber auch die kategoriale Bildung nach Klafki wirft nach Heimann das Problem der Inhaltlichkeit auf. Von zentraler Bedeutung für die Didaktik Paul Heimanns ist die grundlegende Interdependenz von Methoden, Medien und Inhalten. Kein Inhalt steht mithin für sich alleine da. Darüber hinaus begreift Heimann die Unterrichtsinhalte immer als historisch überlieferte Bildungsinhalte in einem gegebenen epochalen Bildungskosmos. Bildungsgehalte stellen also eine Art von Archiv der Inhalte dar, von denen der Unterricht ausgehen muss. Bildungsgehalte, also Unterrichtsinhalte, kommen nach Heimann vor allem in drei Grundformen vor. Erstens in Form der Wissenschaften, zweitens in Form der Techniken und drittens in Form der Pragmata. Dabei denkt Heimann hinsichtlich der Wissenschaften an klassische Disziplinen wie die Biologie oder die Physik, aber auch an Kunstgeschichte, die den Rahmen für den jeweiligen Unterricht abgeben und einen Bildungskosmos aus historisch überlieferten Bildungsgehalten darstellen. Im Blick auf die im Unterricht notwendigen Techniken spricht Heimann von den grundlegenden Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens und begreift sie in diesem Zusammenhang auch als Wort-, Bild-, Zahl- und Maßtechniken. Als dritte inhaltliche Grundform des Unterrichts nennt Heimann schließlich die Pragmata und umschreibt mit diesem Begriff konkrete Praktiken, die den Unterricht inhaltlich ausmachen.
So denkt Heimann hier an das Schreiben von Gedichten, an das Pflegen von Blumen oder an körperliche Übungen. Insgesamt lässt sich mit dem feststellen, dass Paul Heimann die Ebene der Unterrichtsinhalte zwar nicht systematisch zusammengefasst hat, aber mit der Unterscheidung von Wissenschaften, Techniken und Pragmata eine wichtige didaktische Differenzierung zur Pädagogik beigesteuert hat. Dabei geht es vor allem darum, dass Bildungsinhalte als Bildungsgehalte immer in einem gegebenen gesellschaftlichen Bildungskosmos geprägt und übertragen werden. Hinsichtlich der Wissenschaften stehen bei Heimann all jene Disziplinen vor Augen, denen jeweils auch ein Unterrichtsgegenstand entspricht, also Biologie, Physik, aber auch Kunstgeschichte. Im inhaltlichen Blick auf die zu lernenden Techniken denkt Heimann vor allem an die Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens, die er auch als Wort-, Bild-, Zahl- und Maßtechniken bezeichnet. Darüber hinaus fasst Heimann Praktiken wie das Schreiben eines Gedichts oder körperliche Übungen unter den Begriff der Pragmata. Wissenschaften, Techniken und Pragmata bilden mithin die allgemeine Trias, in deren Rahmen Paul Heimann das didaktische Inhaltsproblem umkreist.